Warum haben wir da jetzt so viele Graue? Die müssen wir irgendwie töten. Ja, ich bin auch der Meinung, die dürfen nicht überleben. Also sowas fangen wir gar nicht erst an. Vor allen Dingen, die haben sich miteinander gepaart, ohne dass wir gesagt haben, die sollen das tun. Echt, Mann. Reinster Rudelbums hier. Also, dass die faszinierendsten Tiere farblich gesehen, finde ich, also so in diesem Mix, finde ich ja Eichhörnchen. Jetzt weil kommst es, du. Ja, es gibt ja zwei, also es gibt ja den nordamerikanische, dieses Grauhörnchen, und wir haben ja hier dieses Rothörnchen, keine Ahnung, wie sich das ja, genau. Hatten wir, aber das Grauhörnchen ist bei uns reingekommen und dann natürlich die Rothörnchen fast alle umgebracht. Kannst du mal sehen, ey, das sind alles Nazis. Das ganze Tierreich. Ja, vor allen Dingen, so Eichhörnchen soll ja immer ganz nützlich sein, ne? Aber die gehen auch nachts in Vogelhäuser und beißen den Amseln das Genick durch. Das machen die. Du denkst, oh süß, die getrunken war auf Kissen. Genauso wie ein Marienkäfer, ist genau das gleiche. Da sagst du, oh, die ist ja voll knuffig, lass uns da mal Kissen von herstellen. Und dann irgendjemand, so eine komische RTL-2-Frau, die dann auf dem Sofa liegen hat. Und dann denkst du dir, ja, wieso, das sind alles Kannibalen. Ja, aber ich finde das ganz interessant bei den Eichhörnchen. Also es bedeutet das, wenn ein Rothörnchen auf ein Rothörnchen trifft, dann ist das ganz gechillt, keine Ahnung, was sie da macht, was sie da machen. So, aber kommt dann ein Grauer vorbei oder umgekehrt, ne? Kommt dann ein Grauer vorbei, dann gibt's erstmal richtig Stress oder was? Ja, genau so gibt's dann. Kartoffel gibt's dann erstmal. Das ist echt spannend. Ich finde das spannend. Nur weil die so Rassisten sind? Na, überhaupt, diese ganze Farbe. Also ich meine, was denkt sich die Natur? Jetzt nicht kritisch gesehen, also was, warum? Warum gibt es Graue, warum gibt es Rote? Warum? Das hat ja keine Funktion, weißt du? Ja, ein bisschen kann man sich dort tarnen, ne? Ja, aber die Natur in Nordamerika ist ja jetzt nicht so ultra... Also, ja, klar, natürlich, wenn jetzt die einzelnen Bereiche da, aber ich sag mal, wo die Grauhörnchen leben, das ist ja doch schon identisch zu unserer Natur, würde ich doch mal behaupten, oder? Ja, zumindest von der Farbe, ja. Ja, ja. Ich finde das super spannend. Also kann ich mich stundenlang einlesen in die Thematik. Und ich habe übrigens noch zwei Tintenbeutel. Okay. Tintensäge. Tintensäge. Was gibt's denn noch für Tiere? Ja, das ist zum Beispiel bei den Vögeln. Setz mal irgendeinen Wellensittich hier aus. Der überlebt nicht, weil der nichts zu fressen kriegt. Nein, der überlebt, weil der aufs Maul kriegt von den ganzen anderen. Weil der hübsch ist. Das ist kein Witz. Was meinst du, was wir bei uns, wir hatten mal, also wir hatten keinen Wellensittich, aber wir haben mal irgendwie irgendeinen Nachbar, ist mal einen Wellensittich ausgebüxt. Und was meinst du, wie der verfolgt wurde von den anderen Vögeln, ey? Der kriegt das auch auf das Fresse von allen Kerzen hier, ne? Vor allen Dingen, weil so ein Wellensittich, der hier domestiziert und im Tierheim aufgewachsen ist, der kennt sich ja auch nicht damit aus, von irgendwelchen Leuten wegzufliegen. Nee. Ah, das ist schon echt spannend. Also diese Rassistengeschichte, ey, was das so... Was ist echt spannend. Also, das ist so auf dem Tierreich, weil man sagt ja mal, Tiere sind ja so lieb und so... die sind auch ganz schön heftig. Einige Tiere zumindest. Ja, sogar Pflanzenfresser eigentlich. Ja. Ne? Hunde sind ja, glaube ich, immer gechillt. Also, außer die werden natürlich so extrem dressiert auf irgendwas. Aber ansonsten, das ist denen doch scheißegal, ob da ein Chihuahua langläuft oder ob da so ein halbes Pferd da langläuft. Und Hund. Ja, es sei denn, dieser Chihuahua macht doch Stress. Ne? Das ist dann... Das ist sowieso die gefährlichsten, diese Fußhupen, weißt du? Ja, und dann greift das schon. Der Hund von Arne damals. Es gibt da einen anderen Hund, so ein kleiner, der immer Stress sucht von allen. Und Arne hatte damals so einen Labrador, so einen richtigen... Das sind sowieso, ey, die Hunde, ey, die kannst du, glaube ich, am Schwanz hinten ziehen, die machen nix, ey. Nee, der ist gechillt, der war richtig gechillt. Und der war auch so, wenn du dem so eine Gerte drauflegst, dann kannst du ihn reiten. Ja. So einer war das. Ne? Ja, dann kam der Kleine da an, hat auch versucht zu beißen, ne? Und alles Hund hat einfach mit dem Kopf so ausgeholt und BAM! Hat ihm eine gezogen. Ja, einfach nur mit dem Kopf hat Arne gesagt. Ich weiß nicht, falls Arne zuguckt, kannst du es ja mal berichtigen, aber das ist das, was du mir erzählst. Geile Sache. Einfach mit dem Kopf, der ist so einen Meter weiter geflogen und danach war Ruhe. Ja, die versuchen es ja auch. Die versuchen. Das ist das Ding. Das ist auch angebrachte Notwehr, ne? Also nicht mal mehr irgendwie gebissen oder so, nö. Einfach erstmal eine... Bam. Einfach wegsnatchen. Dann. Einfach mal zeigen, pass auf, Gerle, du hast hier keine Chance. Ja, richtig. Die Hunde, ey. Also das ist der perfekte Familienhund. Ja, ist es auch. Vor allen Dingen, ja, der muss dann raus und er macht dann so ein bisschen was. Pass auf, so, ja, tut mir eigentlich leid, aber muss mal wieder kacken gehen. Ja. So ist er dann.
Nicht schlecht, ja. So. Gut erzogen. Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege, ob ich das hier alles auskleide und größer mache. Ihr seht das wahrscheinlich wieder nicht, weil ich keine Fackeln gesetzt habe. Ja, merkst du was? Und was? Nee, nix. Nixe? Muss ich da. Wusst ihr? Ja, aber das gibt auch so Strategien von dem Tierreich, zum Beispiel Wombats, ne? Kennst du ja, die dicken Viecher von Australien, die den ganzen Tag nur rumlümmeln und fett sind und Gemüse fressen. Die brauchen sehr lange, um ihre Nahrung zu verdauen, und die haben im Tierreich den trockensten Schiss von allen. Und nicht du ahnst es nicht, aber die können Würfel kacken. Alter, okay. Und die haben eine Strategie. Die haben nämlich so ein knochengepanzertes Hinterteil. Okay. Und wenn die verfolgt werden, dann rennen die in ihren Bau. Und wenn der Jäger versucht, dann weiter in den Bau reinzukommen, dann drücken die den mit ihrem Arsch kaputt. Nee. Doch. Alter Falter. Ja, es ist klug gemacht. Ja, die sind ja so fett. Ich meine, du kennst sie ja. Die sind ja relativ groß, fett und ziemlich biesig. Ich glaube, Australien, ey, da darfst du dich auch als Mensch da auch nicht... Ja. Also, wenn du auch mit den ganzen Spinnen und Schlangen und meine Herren, ey. Ich glaube, da kannst du echt mal Pech haben. Ja. Da gibt's ganz schnell mal Ärger. Wolle hier. Ja, allerdings, also... Wie macht man nochmal Färben? Also einfach nur... Einfach irgendwie nebeneinander. Ja, toll. Jetzt habe ich... Naja, okay. Rammelfleisch. Wie ist das? Halal. Der muss wieder kommen. Halal. Ja, also das war auch... Die Phase, echt. Da waren wir auch bekloppt. Jetzt du. Jedes Mal, nee, du hast so angefangen zu lachen. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Halal irgendwo sehe, dann muss ich sofort anfangen zu heulen. Ich hab, da hab ich ein Foto von gemacht, das wollte ich dir noch zuschicken. Letzte Woche Sonntag. Da hast du frischen Pansen gegessen? Frischen Pansen. Genau, meine Unterhose sah auch so aus. Nee, auf jeden Fall, da war hier aus den Niederlanden Bus beim Hotel und von dem Busunternehmen Nillis. Na, Nillis. Hab ich ein Foto von gemacht. Ihr Nillis. Wie der uns einen Mittelfinger gezeigt hat. Und wie wir noch hingefahren sind. Echt, Mann. Ja, dann waren sie aber schnell weg, ne? Ja, die haben Angst gehabt. Die haben gemerkt. Zwei Anfang 20er oder was waren wir da? Ja, ungefähr, genau. Und dann solche 14-jährigen Spaß. Ja, die hätten kassiert. Ich sag's dir, wenn wir die gekriegt hätten. Ja. Das ist Schwitzkasten links, anderen Schwitzkasten rechts. Nee, ehrlich. Wenn wir die gekriegt hätten, dann hätten wir noch nicht mal aus dem Auto aussteigen müssen. Wir einfach hingefahren, bumm, weg. Hin, bumm, weg. Man könnte jetzt denken, wir überfahren die. Ja, hätte man denken können, ne? Hätte. Ja, nicht schlecht. Ja, das war aber auch geplant eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Absolut. Absolut. So, was hältst du von diesem Steinding dazwischen? Ist gut, ne? Hä? Das ist doch gut hier. Ja. Ja, ja. Und jetzt brauchen wir noch Glowstone. Ganz viel sogar. Drei. Also pro Projekt brauchen wir drei solche. Drei. Also, machen wir jetzt so eine Glowstone-Tour. Oh ja, bitte. Alter, ich hab die geilste Audiodatei von dir. Die geilste Audiodatei. Was hab ich gesagt? Wir können es ja gleich mal einspielen. Kannst du irgendwie was einspielen, ohne dass du dir das mal vorher anhören musst? Nee. Ja, kannst du wohl. Ja, okay. Sag, ich spiel das ab, ich hab's auf dem Handy. Oh, ja, dann musst du das abspielen. Aber warte, ich mach dafür mal eben die Musik aus. Hast du es gefunden? Ich hab das irgendwo. Moment, ich hab das in der Dropbox. Weil ich das immer irgendwie versuche. Achso, hast du nicht. Es kann ganz schön laut werden, also. Studierter Informatiker. Moment. So, bereit? Nee. Komm, hau rein. Okay, jetzt 3, 2, 1. Moment. Einmal geben wir es noch. Moment.
Moment, nochmal, Moment. Und? Ich finde das nicht. Sekunde. Und was? Los. Warte, jetzt geht's besser. Ich musste mich so beämmeln, als ich das gehört habe. Ich dachte, das kann nicht sein, ey. Und es trägt den wunderschönen Namen Orgasperon. Wo war das denn? Da hast du irgendein Mario Maker Level gespielt. Da warst du relativ weit. Mhm. Und richtig übelste Passage. Mhm. Und dann bist du ganz bescheuert irgendwie einfach nur runtergesprungen. Und dann hast du dich da so, dann hast du irgendwie gesagt, oh nee, da muss ich ja diese Strecke auch noch machen. Und dann hast du so, ja, dann bist du da so für dich selber so von, oh nee, ey, nochmal den Scheiß. Und dann hat sich das echt, wenn du das halt nur rausschnellst, denkst, du holst dir gerade einen runter oder so, weißt du? Ich fand das so geil. Ey, ehrlich jetzt, du bist einer der schlimmsten Menschen, die ich kenne. Ich hab ja alle Dateien noch und es gibt so viele geile. Und das, was du jetzt gemacht hast, das schneide ich auch nochmal raus. Das ist ja gerade auch wieder so umgestöhnt. Ja, dann mach das. Dann mache ich, glaube ich, mal einen eigenen Porno, nur mit deinen Dateien. Ich glaube, das könnte man bei dir mittlerweile auch schon machen. Dass man einfach deine Audiospuren einfach mal rausschneidet und dass man dann einfach einen eigenen Porno draus macht. Ja, nur aus den Audiospuren dann, ne? Ja, genau. Ja. Also Audiospuren, dann nehmen wir einfach so ein Prinz Markus Video noch dazu. Oh nein! Ja, dann irgendwie, also ich meine, das, doch, das geht. Du bist so eine Arschgeige manchmal, weißt du das? Was? Das muss. Ah. Und dann brummst du da ja auch noch so komisch rum, wo ich auch dachte, Alter, was macht der denn da? Ah. Du hast echt keine Ahnung, wie schlimm das da manchmal ist, ne? Ach komm, ey. Manchmal denke ich auch, ey, das kann ich auch mit links. Ja, musst du mal machen. Komm mal vorbei, dann spielst du mal. Ich baue dir ein paar Levels. Ich baue dir ein paar Level. Pass auf, du machst. Komm, ey. Nein, pass auf, jetzt kneift. Der kneift. Das ist so wie beim Tough Mudder, genau. Wie du erzählt hast. Oh Gott, Tough Mudder, mach ich Sport, ist geil. Oh, und dann, was? Pass auf, und dann haben wir gesagt, okay, Anmeldung und du so. Ich hab eine Vagina! Alter, hör auf, ey. Erstmal der Preis, dann zweitens die Vorbereitung allein und drittens dann, ey, das ist viel zu lang, aber im Ernst, also es ist echt viel zu lang. Also wenn wir uns jetzt hier über 5 Kilometer oder so unterhalten oder dann, aber ey, das ist ja Marathon, ey. Das ist ja. Ja, Marathon und Hindernisse, ne? Ja, eben. Und ich wäre ja schon mal froh, wenn ich überhaupt einen Marathon gehen kann. Also. Bist du froh, wenn du vor allem auf der Dunkelheit überhaupt im Ziel bist, ne? Ja, eben, deshalb bin ich so wie Pastewka, aber da ist Hauptsache ankommen, aber. Nee, ernsthaft, das wäre schon. So, jetzt muss ich erstmal hier mein Inventar leer machen, damit wir da jetzt los können. Erde brauche ich noch ein bisschen. So, was brauche ich denn? Das. Eisen. Gieß das, Bumbatz. Gieß das, Bumbatz. Sind gepresst, physikalisch. Dies was Bumbatz. Ich hab jetzt gelernt, gib mir Geld, diese Wörter, ey. Alter. Ja, Alter. Schlägst du hier gerade? Kennst du eigentlich dieses. Nee. Oh, wir müssen hier echt das mal hinkriegen, dass diese Viecher da nicht mehr sind. Ja, was kenn ich? Dieses Video, das nennt sich einfach nur Marinearsenal. Ist so geil, das gibt's glaube ich gar nicht mehr, oder? Doch, nee, das heißt, Apfelsaftschorle heißt es, glaube ich. Jetzt. Apfelsaft, ja, stimmt. Aber es das heißt nicht mehr Marine, also la. Richtig geil, ey. Und da ist so ein Typ, ey, ext erstmal so eine 1,5 billig Apfelschorle. Und das schäumt ja wie Hulle, das Zeug, ne? Und danach wirbst er. Danach macht er da so einen Dreifachen von meinem, den ich im Intro gerade gemacht habe. Was frisst du denn da schon wieder? Nicknacks. Alter, der ist nur am Nicknacks fressen und ich sitze hier um Trockenen. Ding, ding, ding. So ein paar Sonnenblumenkerne habe ich hier noch. Haben wir das erzählt? Hm? Auf dem Trockenen sitzen, wie wir da beim Chinesen waren? Ja, also mit dem kannst du nicht essen gehen, echt. Ja, mit dir kannst du nicht essen gehen. Ja, ich saß da ganz normal. Er macht da die ganzen Leute verrückt und klingelt mit einem Messer am Glas rum, ey. Das war ein Löffel. Löffel, noch schlimmer. Auch mit dem Wackelpudding. Mit dem kannst du nicht essen gehen, mit dem Kerl. Das war deine Idee. Das Bimmeln habe ich gemacht, aber mit dem Wackelpudding. Ja, den zu essen, das ist ja gut, aber die Hälfte wieder auszukotzen, das ist dem was anderes. Und dann.
Da kam Priest und hat einfach gesagt, so, pass auf, Challenge, Wackelpudding in 1. Ja, und dann er nimmt den Wackelpudding und das ging mal gerade so in den Mund rein und dann fängt er voll an zu lachen und muss die Hände da wieder fast so auskotzen, ey. Ich dachte, Alter, und die sind im Restaurant. Also ich meine, gut, da war eh egal, wir saßen ja in der Ecke, aber trotzdem, was.